Weil das ist ja auch das Coole an dir, das finde ich ja immer so. Wenn man so an seine eigene Kindheit sich zurückerinnert, dann gab es irgendwie Museumsbesuche mit den Eltern, wo man gesagt hat, boah, wann geht das vorbei? Und irgendwie alles so verstaubte Sachen, das war irgendwie total unattraktiv. So, und es gab so Sachen, wo man sagte, wurde man als Kind irgendwie angefixt. Das war cool. Und das habe ich mit unseren Kindern hier auch immer erlebt. Ne? Und es ist ja für jung und alt gleichermaßen was dabei. Und glaube, der Kiekeberg versucht da ja auch wirklich die Familie so in Gänze anzusprechen. Und ich finde, das gelingt einfach exzellent. Und deshalb gehen wir auch heute immer noch gerne hier hin. B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Business Talk. Mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und gleich zu Beginn der Hinweis: Diese Episode kann man nicht nur hören, sondern auch sehen. Link in der Folgenbeschreibung, da geht es dann zu YouTube. Ich schalte mich auch gerade mal raus aus dem Bild, denn wir fliegen mal wieder über das Freilichtmuseum am Kiekeberg. Das hier ist nämlich unser Videopodcast mit dem Namen Wir sind Kiekeberg, eine podcast-interne Mini-Reihe zum 70-jährigen Bestehen dieses besonderen Ortes. Wolfgang Becker trifft sich da immer mit Persönlichkeiten, die entweder mitarbeiten oder auch sonst einen besonderen Bezug haben zu dem Museum. Dieses Mal ist das Andreas Sommer. Andreas Sommer ist der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Harburg-Buxtehude und die hat ja schon wirklich viel gefördert rund um das Museum. Was das alles ist, erklärt Andreas Sommer gleich auch nochmal im Gespräch. Aber er hat eben nicht nur diesen beruflichen Bezug, der Herr Sommer, sondern auch einen ganz persönlichen. Welcher das ist, erzählt er gleich. Und das Allerbeste, er traf sich mit Wolfgang Becker an der alten Tankstelle in der Königsberger Straße und kam da auch gleich mit dem passenden Auto, wie Sie jetzt hier auch sehen können. Und zwar ist das ein Ford Mustang aus den 60er Jahren. Ein wunderschönes Auto, Top-Zustand. Nicht nur wir standen da mit offenem Mund und haben uns das angeschaut und auch ein bisschen natürlich angefasst. Faszinierend. Also ein tolles Gespräch in einem tollen Ambiente. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören, aber noch besser auch beim Zuschauen. In unserer Serie Wir sind Kiekeberg, die wir aus Anlass des 70-jährigen Bestehens machen, sitze ich hier heute in einem richtigen Museumstück, in einem alten Mustang, und zwar mit Andreas Sommer, Vorstandschef der Sparkasse Harburg-Buxtehude, und wir beide unterhalten uns ein bisschen über das Engagement der Sparkasse am Kiekeberg, im Museum, aber eben auch ein bisschen über das, haben Sie so ein Faible für so ältere Dinge? Für ältere Dinge, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei man ja immer manchmal die Sachen erst zu schätzen weiß, wenn man sie nicht mehr hatte. Mustang fand ich irgendwie schon immer cool. Ja. Sind auch immer gerne in den USA gewesen, wenn da so ein alter Mustang da rumfährt, das war so ein Träumchen. Hab mir jetzt vor 3 Jahren wieder einen alten Plattenspieler zugelegt. Auch irgendwie kultig. Ich habe versucht, wieder meine Schallplattensammlung aufzubauen. Also insofern gewissen Faible schon. Bin jetzt nicht der Experte oder so, aber es hat irgendwie was. Also Sie sind nicht derjenige, der unterm Auto liegt und schraubt? Nee, leider nicht. Also Banker haben so 2 linke Hände. Ich muss leider, das ist tatsächlich ärgerlich. Ich muss immer, wenn was ist, außer irgendwie Auto putzen, muss ich in die Werkstatt damit. Also das kann ich leider tatsächlich nicht. Ne? Also was die Kamera vielleicht nicht so zeigt, das ist wirklich ein ganz besonderes Stück. Allein dieses Lenkrad ist ja schon der Hammer. Ja, 1967er Baujahr, also genauso alt wie ich. Ein Monat jünger ist das gute Stück und jetzt seit 5 Jahren. Haben sich beide gut gehalten, ne? Wir haben uns beide gut gehalten, ja. Er war schon öfters in der Maske als ich. Hat mal so eine Grundsanierung bekommen vor 3 Jahren, das steht dann bei mir noch aus. Also er glänzt wie verrückt und klingt super. Ich glaube, das hören wir auch am Anfang unseres Videopodcasts. Ja. Schönen Dank, dass Sie diesen kleinen Spaß mitgemacht haben, dass wir diesen Podcast im Mustang machen. Das ist für mich eine Premiere, für Sie wahrscheinlich auch. Für mich auch, ja. Genau. Und es ist echt eine super Kulisse hier. Wir stehen übrigens hier an einer alten Tankstelle, die eigentlich in Stade mal gestanden hat, jahrelang, und dann vor wenigen Jahren transloziert wurde, wie es heißt, also abgebaut, original wieder aufgebaut. Und wir stehen in der Königsberger Straße. Das ist für Sie ja auch eine Adresse, wo es auch ein bisschen klingelt, ne? Ja, tatsächlich. Wir haben mal, meine Frau und ich, 10 Jahre in der Heidesiedlung in Neuwurmsdorf gewohnt. Da hatten meine Schwiegereltern eine Immobilie. Da hatte so ein paar verschiedene Immobilien. War so ein altes Endreihenhaus. Und das hatten sie uns dann mal übertragen, beziehungsweise meiner Frau. Wir hatten das dann kernsaniert und angebaut damals. Haben da 10 Jahre gewohnt, bis zur Geburt unserer Töchter dann auch in die ersten Jahre.
Und Heidesiedlung ist ja speziell. Speziell. So, ja, und da gibt es ja auch eine Königsberger Straße, da haben wir nicht gewohnt. Wir haben in der Fischbeker Straße gewohnt. Aber gibt es die Stettiner Straße, die Breslauer Straße, genau. Also hat schon einen entsprechenden Bezug und ist ja dann auch so Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre damals entstanden von vielen Flüchtlingen, Aussiedlern. Und war schon eine ganz spannende Thematik damals, auch so von den Häusern. Ich erinnere mich, als wir das dann renoviert haben und dann die Tapete abziehen wollten, einem gleich der ganze Putz entgegenkam und dahinter diese einfachen Strommatten, wie isoliert wurden. Auch wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Die Heidesiedler waren ja auch recht umtriebig. Ne? Also die hatten irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl. Es gab, glaube ich, so einen Heidesiedlerverein da so richtig vor Ort. Genau. Dann die machten Neuwurmsdorfer Woche und so weiter. Das waren so ganz spezielle Geschichten, die da stattgefunden haben. Genau. Also aber jetzt nicht aktiv, aber aus alten Redakteurszeiten kenne ich das noch. Genau. Aus Neuwurmsdorf, ja. Gut, das heißt, Sie sind also sozusagen so, zumindest zum Teil, auch so ein Heidesiedler geworden. Ja, so ein bisschen im Herzen, im Herzen trage ich dann auf jeden Fall damit. Nein. Gut, da sind wir beim Thema Heimatverbundenheit. Mhm. Und das Stück, was wir hier im Kiekeberg sehen, gehört ja auch dazu, wenn wir uns hier umgucken. Viele alte Dinge, die man noch so aus der Kindheit vielleicht sogar noch erinnert. Hier die Läden, die Ladenzeile hier gegenüber. Die Tankstelle, muss ich sagen, die ist wirklich ein Museumsstück. Also sowas habe ich, glaube ich, selbst als Kind nicht mehr gesehen. Aber gut. Okay, wir wollen ein bisschen drüber sprechen. Und zwar in unserem Podcast kommen ja Menschen zu Wort, die auch eine besondere Verbindung zum Kiekeberg haben. Mhm. Zum Museum, zum Freilichtmuseum. Die Sparkasse ist da weit vorn, hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und schüttet auch Gelder aus für Dinge, die der Allgemeinheit zugutekommen. Wie ist das Engagement der Sparkasse für den Kiekeberg? Können Sie das beschreiben? Ja, kann ich mal versuchen zu beschreiben. Muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich sag mal, die ganz ursprünglichen Wurzeln liegen, glaube ich, zurück zu 1997. 1997, damals noch unterzeichnet von Herrn Lührs und Professor Ahrens, der damals Landrat gewesen ist, ist die Stiftung der Sparkasse Habich-Buxtehude gegründet worden. Und in dieser Stiftung, in der Satzung, ist eben unter anderem beschrieben, nicht explizit der Kiekeberg, aber dass man eben auch unter anderem Museen dann natürlich breit hier in der Region unterstützen möchte. Und das hat sich so in den Jahren daraus schon herauskristallisiert, dass der Kiekeberg ein ganz besonderes Gewicht hatte, auch in der Arbeit dieser Stiftung. So, nun, Herr Lührs ist ja auch Nachbar hier, muss man fast sagen. Der wohnt ja fußläufig fast hier entfernt. Und der wird hier auch noch zu Wort kommen. Der wird auch noch, habe ich auch schon gehört, wird auch noch mal zu Wort kommen. So, und insofern ist eigentlich seit 1997 ein ganz, ganz enger Bezug eben zwischen Sparkasse über die Stiftung, dann zum Kiekeberg, und zwar monetär, aber eben auch mit persönlichem Einsatz. Ne? Also wir sind im Stiftungsrat aktiv, Herr Lührs ist ja im Förderverein auch sehr aktiv jetzt. So, und wir haben dann eben ganz, ganz viele Projekte gefördert über die letzten Jahre, kleine bis große. Die großen waren sicherlich jetzt die Königsberger Straße, das Agrarium so in den letzten Jahren. Aber wenn man mal jetzt so zurückschaut, so die letzten knapp 20 Jahre, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, haben wir insgesamt gemeinsam mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung 1,1 Millionen Euro an Förderung hier an den Kiekeberg gegeben. Davon gut die Hälfte von der Sparkasse Habich-Buxtehude. Und ich glaube, das sind ganz, ganz tolle Projekte. Das sind natürlich diese Leuchtturmprojekte, aber auch viele, viele kleinere Themen. Und Sie hatten es ja angesprochen, da haben wir jetzt nicht direkt was mit zu tun gehabt, aber wenn man mal in diese Spielzeugausstellung dann zum Beispiel geht, wo man sich dann irgendwie zurückversetzt fühlt, so in sein eigenes Kinderzimmer. Mhm. Das hattest du doch und das hatte doch der Freund, wo du so neidisch warst und das wolltest du eigentlich immer haben und so. Ja. Das war schon cool, cooles Erlebnis. Ja, man hat immer Déjà-vu. Ne? Genau. Also ständig holt in die Vergangenheit ein. Das ist das Schöne an diesem Museum. Ja. Es ist halt nicht so alt, dass man gar keine Verbindung hat, sondern eigentlich so jung, dass man noch andocken kann. Ne? Genau. Das ist, waren Sie als Kind hier mal irgendwie oder so? Ja, als Kind, ich meine damals nicht. Also so richtig aktiv geworden sind wir eigentlich, als wir damals selbst Kinder bekommen hatten. Mhm. So, und damals auch in Förderverein eingetreten. Also ich bin jetzt nicht einer hier der Gründungsmitglieder. Ich habe extra nochmal geguckt. Ich glaube, irgendwie auf meiner Mitgliedskarte steht irgendwie 3.500 irgendwie so in der Größenordnung. Ja, dann sind schon 10.000 zugekommen. Ja, sind noch ein paar mehr dazugekommen. So, also, und weil das ist ja auch das Coole an, das finde ich ja immer so, wenn man so an seine eigene Kindheit sich zurückerinnert, dann gab es irgendwie Museumsbesuche mit den Eltern, wo man gesagt hat, boah, wann geht das vorbei und irgendwie alles so verstaubte Sachen, das war irgendwie total unattraktiv. So, und es gab so Sachen, wo man sagte, wurde man als Kind irgendwie angefixt, das war cool. Und das habe ich mit unseren Kindern hier auch immer erlebt. Ne? Und das ist ja für jung und alt gleichermaßen was dabei. Und der Kiekeberg versucht da ja auch wirklich
die Familie so in Gänze anzusprechen. Und ich finde, das gelingt einfach exzellent. Und deshalb gehen wir auch heute immer noch gerne hierhin. Auch mal mit unseren Kindern, aber teilweise auch nur mit unserem Hund spazieren. Mhm. Immer mal unsere Eltern mit. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Gibt ja auch ein Oldtimer-Treffen. Waren Sie da schon mal hier? Oldtimer-Treffen? Also zumindest nicht mit dem eigenen Auto. Das steht noch aus. Das muss dann nochmal passieren. Da kann man sich nochmal anmelden. Da gibt es bestimmt viele Leute, die ein bisschen gucken und so weiter. Der Kickeberg hat noch ein paar große Unternehmungen vor. Unter anderem auch ein neues Eingangsgebäude. Ist das auch so ein Thema, wo die Sparkasse sagt, da engagieren wir uns? Ja, mit Sicherheit. Also, gibt es da nicht Vorplanung? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Oder stellen die einfach einen Antrag? Na, also wir sind ja, da ist ja dadurch, dass man einen engen Draht hat, ist man ja eng dran an den Themen und auch eingebunden und weiß frühzeitig um die Parts. Und das ist auch wiederum für uns gut, gibt uns ja auch eine gewisse Planungssicherheit. Mhm. Weil letztendlich wissen Sie ja auch, wir dürfen ja nicht das Stiftungskapital ausschütten, sondern leben ja entsprechend von den Erträgen. Das war in den letzten Jahren ja auch nicht immer so. Also kommen ja so langsam wieder, ne? Jetzt kommt so langsam wieder. Es gibt endlich wieder Zinsen, damit gibt es auch entsprechend mehr Kapital. Von daher ist es natürlich für uns eine gute Chance, wenn wir wissen, Mensch, da ist ein großes Projekt, das bahnt sich jetzt an und da haben wir in 2, 3 Jahren was vor, dass wir dann eben auch entsprechende Rücklagen dann auch bilden können und gedanklich in unseren Stiftungsgremien uns damit auseinandersetzen und sagen, ist das ein Projekt, was wir gerne eben unterstützen? Und ich glaube, da muss man kein Prophet sein, dass wir da dem Kiekeberg auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr wohlwollend zur Seite stehen werden. Also dieses Versprechen können Sie schon mal abgeben? Definitiv. Und ich glaube auch über meine eigene Zukunft hinaus, also würde mich sehr wundern, wenn das mal irgendwann anders sein soll. Das erbt man, ne? Das erbt man, das ist so. Ja, habe ich von Heinz Mühles auch geerbt. Und insofern wird das dann in die nächste Generation mit übertragen. Irgendwann gibt es dann personelle Veränderungen, logischerweise. Ja. Das bringt das Leben so mit sich. Genau. Und dann kommt der nächste. Genau. Ja, das haben wir eine Menge schon besprochen. Gibt es hier irgendwie so einen Lieblingsort? Ich sage jetzt nicht die Tankstelle. Nee. Also gibt es unterschiedlich. Ich glaube tatsächlich, so in den Zeiten, wo unsere Kinder noch ein bisschen kleiner waren, ich nenne es jetzt mal Wasserspielplatz, ist es ja eigentlich nicht. Das, aber das hat schon unsere Kinder schon ein bisschen fasziniert und entsprechend angezogen. So, und wenn ich tatsächlich jetzt mal an die jüngere Vergangenheit zurückdenke, was ich wirklich toll finde, ist tatsächlich diese Spielzeugausstellung, weil ich es einfach super finde, sich so in seine eigene Kindheit zurückzuversetzen. Mhm. Also das eher so von den Dingen, die ja schon ein paar Jahre älter sind. Ne? Und hier dieses Gesamtensemble ist natürlich irgendwie in Gänze einfach im Grunde. Ja, ist richtig. Wir haben ja hier, wir stehen hier also quasi frontal vor einem Haus, in dem eine Ausstellung ist über das Thema Flüchtlingsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es gab ja viele Wanderbewegungen. Und ich glaube, das ist in unseren ganzen Familien immer ein Thema gewesen. Ne? Das war bei Ihnen auch so, ne? War bei mir auch so, genau, tatsächlich. Also meine Großeltern, die dann nachher gewohnt hatten, da habe ich sie dann so richtig kennengelernt, die wohnten in Dannenberg. Haben sich dann auch da so ein kleines, einfaches Häuschen dann gebaut. Die sind auch geflohen zum Ende des Krieges, kamen ursprünglich aus dem heutigen Kargowa, ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, in Polen. Jo. Hieß früher dann Deutsch-Unruhstadt. So, und ja, das ist dann auch so eine Generation gewesen. Und ja, erinnere ich mich auch noch gerne so zurück an die Zeiten, wo man dann in Dannenberg in den Sommerferien dann da gewesen ist und ein unbeschwertes Leben gehabt hat. Damals dann noch so zum Randgebiet, da war die Welt zu Ende. Also hinter Lüneburg, ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, seitdem diese Gartower Brücke dann wieder auf ist, aber damals... Da war ein Geschoss, ja. Da ist ihnen ein Auto entgegengekommen aus 50 Kilometern, also mehr war da nicht. Das ist in der Tat so, ja. Aber diese alten Wurzeln der Familie da Richtung Polen, also Pommern, Ostpreußen, sind ja sehr viele, daher auch Königsberger Straße, Stettiner Straße, so sind ja diese Siedlungen entstanden und so weiter. Also das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen noch mit sich rumschleppen, mittlerweile ja in der dritten, vierten Generation raus sind, ne? Aber hat uns ja auch als Sparkasse geprägt, ne? Also wenn man mal so zurückdenkt, dann so, ich sag mal, das Wirtschaftswunder in Deutschland, wie es dann groß geworden ist, da haben natürlich auch Kreditinstitute in Gänze, Sparkassen, Genossenschaftsbanken genauso, natürlich auch eine Menge zu beigetragen, ne? Weil Geld war nicht unbedingt so viel vorhanden. Ich glaube, das Thema Hilfe zur Selbsthilfe, das war natürlich ein ganz, ganz großes und trotzdem war ja auch mal an der einen oder anderen Stelle es vielleicht mal notwendig, auch mal einen Kredit aufzunehmen. Und so ging es so langsam los. So ging es dann so langsam los und klar, man sagt immer, früher wurde doch irgendwie viel, viel mehr gespart und Kredit war sicherlich noch so ein bisschen, was Verruchtes würde ich jetzt nicht sagen, aber war vielleicht nicht so gang und gäbe, aber wenn man wirklich mal auch bei uns in die alten Bilanzen schaut und sich auch mal mit alten Bundesbankstatistiken so auseinandersetzt, dann sind damals beispielsweise 80% in den 50er, 60er Jahren 80% der Anschaffung von Elektrogeräten, also Fernseher, sind kreditfinanziert. Richtig, genau. Ja. Und natürlich auch so das ganze Thema Immobilien,
Aufbau, Wiederaufbau von Siedlungen, da haben natürlich auch Kreditinstitute eine große Rolle gespielt. Übrigens auch bei einem Zinsniveau, was höher war als heute. Also das darf man ja auch mal nicht vergessen. Das war jetzt total erheblich. Ne? Genau, weil wir ja gar nicht mehr das so gewohnt sind, dass wir sagen, oh Gott, auf einmal muss ich wieder 4,5-5% für eine Hypothekenfinanzierung bezahlen. Ist ja eigentlich immer noch im langfristigen Durchschnitt niedrig. Ist, ja, also ich habe auch irgendwann mal mit fast 9% angefangen. Genau, ne? Also ganz damals. Genau. Also macht man sich heute gar nicht vorstellen. Genau. Ja. Herr Sommer, ich sage schönen Dank für das Gespräch. Da haben wir ein paar schöne Punkte entdeckt. Und wir sind hier auch in einer super Kulisse. Schönen Dank, dass Sie das Auto mitgebracht haben. Ja, gerne. Und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag. Vielen Dank. Ich werde die Weiterfahrt nutzen, dann gleich in die Sparkasse mit offenem Dach. Was gibt es eigentlich besser? Wunderbar, alles klar. Super, okay. Danke. Jochen. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.